Also dieses Video ist echt nicht in einem guten Stern, muss man echt mal sagen. Wenn der Gegenverkehr nicht wäre, dann wäre ich auch nicht so geblendet. Hallo! Dann ich gleich dreimal. Geil, ja? Gebraucht gekauft, ich glaube ich hänge. Wir sind mitten im Wald, in einer Straße, wo der Hund verreckt ist. Und hier fahren in 10 Sekunden Schritten Menschen vorbei. Ja, das schaut doch mal gar nicht so verkehrt aus. Servus miteinander! So, die 650 Kilometer von der Teneré sind nun erledigt. Es ist 60% Onroad gefahren und 40% Offroad. Ich bin total begeistert von der Maschine, ich nur Grins. Ja? Ich würde heute gerne mit euch über sie sprechen, welche Erfahrungen ich gesammelt habe, was ich so erfahren habe mit den Reifen und allem drum und dran und welche Gimmicks ich habe. Und wir fangen einfach gleich mal an. Wir fangen von vorne an und arbeiten uns einfach mal durch. Es gibt nicht viele Sachen, die mir nicht taugen. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Fender, also mit dem Vorderradschutz. Man merkt eigentlich schon von Anfang, also man fängt von hier, von den ersten 40 cm, weiß man eigentlich, oder muss man eigentlich schon gestehen, diese Maschine, da wurde ein Fachmann, der selber Motorrad fährt, gefragt, wie machen wir es am besten? So, typisch bei der Africa Twin, also bei den alten Modellen, hat man immer das Problem gehabt, oder hat man gesagt, okay, wenn ich jetzt in harte Umgebungen fahre, also Schlamm, Dreck, wo sich der Reifen zusetzt, dann habe ich das Problem, dass sich dieser Fender auch zusetzt und dann reißt mir was oder dann blockiert das Vorderrad. Solche Ängste hatte man. Also hat man meistens entweder den Fender nach oben gezogen oder man hat sich oben diese Nase gebaut. So, hier haben wir jetzt hier zwei Schrauben, die wir öffnen können und damit können wir den gesamten Fender um so circa so viel erhöhen. Ja, so, der nächste Punkt ist das Licht. Das Licht ist am Tag für die Leute super sichtbar, genauso wie es in der Nacht total geiles Fahren, in der Nacht auf der Straße mit der Ausleuchtung. Man sieht auch einen sehr schönen geraden Verlauf an der Wand. Es hat untenrum einen sehr schönen breiten Bereich, die auch im Dickicht dann da sind. Das heißt also, du siehst links und rechts von der Straße auch schön rein, ob irgendwelche Tiere kommen oder irgendwas anderes. Ja? Oben herum, wenn man das Fernlicht einschaltet, hat man leider nur in der Mitte einen Kegel. Das ist soweit okay. Ich wünschte mir manchmal, dass das eher breiter aufgefächert ist. Also schon mit der Intensität, aber breiter. Könnte man sich vielleicht nochmal verbessern. Oder vielleicht ist es auch gesetzesmäßig, das könnte ich nochmal nachschauen. Aber also das wäre mein Wunsch. Ich bin auch ein bisschen Offroad gefahren mit Fernlicht in der Nacht und hatte eigentlich wirklich einen sehr guten Blick, der relativ weit ging. Mein Problem ist daran, dass du durch das LED-Licht die Unebenheiten leider ein bisschen einen Ticken zu spät erkennst. Das liegt aber wahrscheinlicherweise auch an meiner Goggle, die ich anhabe, dass ich da halt einfach nochmal einen getönten Bereich habe, der mich einfach nochmal ein bisschen mehr abschottet. So, wir gehen weiter. Wir kommen wieder zu dem Thema, es muss jemand da gewesen sein, der Ahnung gehabt hat. Weil wir haben hier, wenn wir uns das genauer anschauen, direkt hier eine Halterung, wo man ganz cool wie heißt das Ding? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Schreib mal in die Kommentare, wie das Ding heißt. Das heißt Ram irgendwas. Ja? Also, dass man hier mit dieser Kugel direkt das Navi anbauen kann. Und es passt. Es passt einfach. Es passt von den Formaten her. Es passt hier. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Ich kann hier, da ist genug Breite drin, dass ich mir zwei Navis hinmachen kann. Ich kann mir hier das GPS-Map drauf machen. Und hier kann ich mir mein Garmin-Straßennavigationsgerät drauf machen. Also super geil. Ich finde das super. Dann kommen wir zum Display. Das ist so der erste kleine Punkt, wo ich sagen kann, das hätte man ein bisschen besser machen können. Aber ich wüsste eigentlich persönlich auch nicht technisch wie. Und zwar, es geht darum, bei Vibrationen und im Offroad fängt das hier schon sehr an zu vibrieren. Aber das ist auch mit der Lampenmaske zusammen vereint. Das heißt also, alles vibriert so vor sich hin. Ist persönlich jetzt nicht schlimm. Es muss sich ja bewegen, weil wenn es sich nicht bewegen würde, würde es brechen. Ja? Aber die Vibrationen sind schon ganz schön gar. Und du hörst es auch ein bisschen so die Gummilager, dass die sich bewegen. Naja, wenn du Musik hörst, ist es Wurst. Aber ansonsten das. Zum Display selbst.
heutzutage jeder sagt, ja, man braucht hier unbedingt Farbdisplay und Media und Kontrolle. Das braucht ihr doch nicht. Ihr wollt Offroad fahren, ihr wollt die Natur erleben, ihr wollt durchatmen, ja? Ihr wollt loslassen, ihr wollt Gas geben, ihr wollt richtig schön den Schotter jagen. Ihr braucht das nicht. Ihr braucht ganz klare Anweisungen. Erster Gang drin, ist ja eh schon top. Erster, zweiter, dritter, vierter Gang, kein Gang drin. Hier, wie viel Kilometer pro Stunde du fährst. Und zusätzlich gibt es ja auch noch, was weiß ich, Temperaturfühler für Wasser. Temperaturfühler für die Außentemperatur. Dann zwei Tripmaster, die du selber nochmal steuern kannst. Das heißt also, hast du den auch digital schon dabei? Klar, natürlich nicht so geil, dass du auf einen Knopfdruck dann den dann machst, wenn du die auf richtigen Handys, aber das braucht ja auch kein Mensch. Wenn du irgend so eine Roadbook-Tour machst, ja, dann kannst du ja auch ein bisschen Zeit lassen, ja, ist auch okay. Aber da kommen wir direkt zu dem ersten kritischen Punkt, wo ich mir gesagt habe, okay. Ja, also geht gar nicht, geht wirklich gar nicht. Und habe ich persönlich wirklich ein extremes Problem damit. Und ich hoffe, ich rede jetzt direkt mit euch, Yamaha Motors. Bitte, 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 in der nächsten Variante, im nächsten Jahr, baut den Select-Schalter für das Display. Nicht auf die Gasseite, sondern bitte hier auf die andere Seite. Tut es neben das Horn, ja? Oder gibt dann hier oben, hier gibt es ganz viel Platz. Also wir haben auf der anderen Seite ganz viel Platz und da kannst du auch in Ruhe schalten und walten. Aber wenn ich hier mit dem Select, und das ist das Problem, wenn ich den Select bewegen möchte, weil ein Select-Befehl, also einmal durchschalten, ist drücken. So, jetzt habe ich hier Gas offen und drücke jetzt auf dem Dings und dann komme ich automatisch ein ganz kleines Stück vom Gas runter. Also mache ich, das ist doof, das ist echt doof. Und ich bin jetzt echt ich habe mich schon erwischt, dass ich jetzt so das mache. Also ich halte mit das Gas und gehe mit der anderen Hand vom Lenkrad rum und mache so. Finde ich uncool. Dann gehen wir weiter. Ich habe das Modell mit den Risern extra bestellt. Das heißt, also ich habe hier 10 mm erhöht vom Lenker. Und da ist es halt einfach sehr angenehm. Weil wenn ich jetzt hier aufsteige, dann habe ich hier eine sehr schöne, leicht angewinkelte Position. Also ich strecke hier nicht, sondern ich bin hier schön im Feder. Und wenn ich mich hinsetze, bin ich auf einer geraden Linie. Das ist meistens so, es gibt viele Rennmotorradfahrer, die fahren so und dann kriegen die Schmerzen hier, weil die Durchblutung beschissen ist. Ja? Deswegen merkt euch auch einfach so, beim Motorradfahren immer die Haltung annehmen, locker drauf sitzen, fallen lassen und dann muss es eine gerade Linie hier geben. Und wenn es das gibt, dann könnt ihr auch lange Motorrad fahren. Kleiner Trick. Alles, was über 1,85 Meter ist, würde ich empfehlen, den Riser mit 10 mm zu nehmen. Ist geil, ja? Ist für euch wirklich sehr angenehm. Die Sitzposition selbst, ihr habt gesehen, ist ein bisschen leicht angewinkelt, ist aber eigentlich okay, ja? Also ich fahre selbst mit Orthesen rum. Das heißt also, eigentlich müsste ich wirklich Schmerzen in den Beinen haben, habe ich aber überhaupt nicht. Es wirkt sehr angespannt, aber es ist es nicht. Nächstes Thema, der Tank. Einige Zeitungen, die hier auch schon im Endeffekt ein Review gemacht haben, die haben auch gesagt, dass jetzt der Tank ein bisschen wenig Inhalt hat. Na gut, jetzt nach 650 Kilometer muss ich sagen, es reicht. Ja, 350 Kilometer sind drin. Ja, man muss halt jetzt nicht gasen wie der Bekloppte. Ja, dann geht das ohne Probleme. Normalerweise schafft man so 300, 325 Kilometer. Wenn ich jetzt wahrscheinlich auf meine Touren gehe, also jetzt wieder nach Albanien oder Rumänien und bin im Off, dann würde ich mir wahrscheinlicherweise nochmal einen 3 bis 4 Liter Tank mitnehmen. Der reicht mir locker für 100 Kilometer und insgesamt 400 Kilometer. Das reicht mir vollkommen. Was ich euch empfehlen wollen würde, ist, das sind die Bumper. Das heißt also, wenn ihr in Dirt geht, also wenn ihr jetzt, was weiß ich, Schotter fahrt, wenn ihr ligurische Grenzkampfstraße fahrt, wenn ihr wirklich vorhabt, also nicht nur auf der Straße zu fahren, besorgt euch die, weil wir haben an der Maschine zwei große Punkte, die problematisch sind beim Fall. Ja? Und zwar, das ist einmal die Wasserpumpe und einmal auf der anderen Seite ist das Ausgleichsbehältnis, von der ein bisschen höher ist. Aber wenn das platzt, dann ist Schicht. Und wenn hier was kaputt geht, ist auch Schicht. Deswegen würde ich euch einmal empfehlen, das hier, weil das hier nochmal einen großen Schutz, also einen weiten Abstand dazu bietet. Und das nächste ist das große Dreckschutz. Wir hatten hier jetzt schon zwei bis dreimal so einen Stein, der Reifen hat mir schon zwei, dreimal so einen Stein an den Schutz reingemacht und das hat richtig Pong gemacht. Ja? Also richtig Pong.
es ist nicht nur ein Schutz, weil ich sehe das halt auch als Gepäckträger. Wenn ich auf die Fähre fahre, möchte ich gerne einen Pulli haben, möchte ich einen Schlafsack haben, tue ich mir das hier hinschnallen und kann das direkt abnehmen. Dann muss ich es nämlich hinten haben. Also das finde ich schon mal sehr cool. Das würde ich auch so belassen. Den Schutz finde ich sehr geil, weil er halt auch einfach dann hier die Kupplung einfach schützt. Kommen wir jetzt noch zu den Bremsen. Wir haben vorne Doppelscheibenbremsen. Der Bremspunkt ist sehr angenehm, wenn man fährt, sehr knackig kommt, aber trotzdem Offroad-mäßig durch das ABS, scheinbar merkt das irgendwie so ein bisschen Traktionskontrolle ist, es einfacher zu lösen ist. Dann geht es weiter. Das hier ist jetzt der Rallye-Sitz und ich empfinde ihn als sehr angenehm und er ist für meine Größe auch perfekt, weil es gibt ja diesen Komfortsitz, den Yamaha anbietet, der ist nochmal so ein bisschen höher. Den würde ich persönlich, ob ich also 1,89 cm groß bin, nicht fahren wollen, weil ich mit den Enduro-Stiefeln gerade jetzt schon so runterkomme. Also sehr angenehm runterkomme. Und wenn ich das jetzt noch erhöht hätte, dann würde ich mir glauben, dass das irgendwie ein bisschen schwieriger wird. Und das da ist wirklich dagegen wirklich sehr Sahne. Der Sozius-Sitz fällt eigentlich auch angenehm groß aus. Marion ist ja so 1,68 groß oder 1,60 groß, ich will jetzt nicht lügen. Und saß da eigentlich sehr, sehr angenehm drauf. Sie hatte auch sehr viel Spaß, aber sie ist nicht mitgefahren bis dato. Sie ist jetzt nur einmal so drauf gesessen und wir haben uns da einfach mal so hingesetzt, als würden wir fahren. Und das war für sie persönlich ganz okay. Ich würde es jetzt einfach so belassen. Ich würde das Geld sparen und würde jetzt einfach den Standard erstmal sitzen nehmen und dann könnt ihr selber nochmal schauen, ob ihr ihn wirklich braucht oder nicht, ja? Weil 300 Öcken sind 300 Öcken. Jetzt kommen wir eigentlich wieder zu einem Punkt, wo ich mir sage, da hat wieder jemand mitgedacht. Wir haben jetzt darunter unter diesem Sitz, haben wir hier unser Werkzeug. Und dieses Werkzeug ist sehr reichhaltig. Aber wo ich wirklich mir gedacht habe, krass, da hat jemand mitgedacht. Wir wollen ja auch diesen Sitz wegmachen. Und dieser Sitz hat zwei Schrauben-Intus. Ja? Also der hat hier hinten zwei Imbusschrauben. Und ich dachte mir, oh nein, jetzt muss ich, wenn ich da den Sitz wegmachen muss, muss ich erst das Werkzeug rausholen, das Richtige raussuchen, aufmachen. Nein. Wir haben hier drin, genau hinter den Schrauben, haben wir den Imbusschlüssel, der benötigt wird. Und dann kannst du aufschrauben und darunter ist die Batterie. Und die ist so super günstig, also so gewichtsgünstig, wie schon lange nicht mehr, was ich bei einem Motorrad gesehen habe, verbaut. Sie ist sehr tief. Das heißt also auch wieder ein sehr geiler Schwerpunkt. Überhaupt alleine das Handling ist sehr, sehr angenehm. Und jetzt kommen wir zum nächsten Minuspunkt. Der nächste Minuspunkt ist der Schnorchel vom Luftfilterkasten. Der Luftfilterkasten sitzt eigentlich ganz geil. Ich hatte es mir eigentlich gewünscht, dass es hier oben ist. Das heißt also, dass wir vom Wasser geschützt sind. Aber scheinbar konstruktionsbedingt ist das Ding relativ tief. Das heißt also, diese Schraube hier, die ihr seht, das ist das Ende. Und dann geht ein Schnorchel, der geht so raus. Das heißt also, der geht direkt in Fahrtrichtung. Das heißt, wenn Wasser von vorne kommt und es geht da unten rein, dann sagt der Luftfilterkasten: Halt, stopp! Ich hoffe mal, dass da unten noch irgendwo ein Ablaufrohr ist. Das ist normal, das gehe ich davon aus. Finde ich ein bisschen doof. Hätte ich mir eher nach vorne gewünscht. Weiß ich jetzt nicht, müssen wir jetzt mal testen. Wenn ich mal wieder eine Flussdurchfahrt habe, die ein bisschen höher ist, dann sage ich euch Bescheid, ob ich abgesoffen bin oder nicht. Wir gehen jetzt weiter zu dem Auspuff. Ist er nicht geil? Ist er nicht geil? Hä? Ah Mann, wenn das eine Frau wäre. Der Auspuff selbst ist relativ leise. Er ist okay, ja. Also für die Generation Cut, ja, ist er eigentlich ganz nett. Ja? Also er bumpelt so vor sich rum, wenn man aus dem Gas rausgeht. Also wenn du aus 5000 Umdrehungen rausgehst und einfach das Ding zumachst, dann macht er immer so leise. So. Ist ganz nett. Ist eigentlich ganz nett. Klar, ohne Cut wäre das Ding ram, bam, 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 bam. Ja, aber ja, heutzutage ist leider alles mit Cut. Ganz ehrlich, ich würde euch eher empfehlen, den Standard, also wenn ihr auf dieses Bling-Bling mit Carbon und allem drum und dran verzichten könnt, ja, ist das eigentlich das Einsparpotenzial Nummer Uno. Das ist halt einfach eine Menge Schotter für dieses Ding und so viel Dampf. Danke. Und so viel Dampf hat er jetzt auch wieder nicht. Also er bringt keinen Leistungsgewinn, ja, weil ist immer noch der Cut drin. Ja, er ist ein bisschen dumpfer.
Ja, also es ist nur ein bisschen dumpfer. Der Unterschied zwischen dem Standard, den ich mir Tommy Wagner angehört habe, zu dem hier ist jetzt wirklich marginal. Also das Geld ist es ist wirklich nur fürs Bling Bling das Geld, ne? So, was soll ich zu den Pirelli Scorpion sagen? Ja, wie heißt er denn ganz genau? Scorpion Rally STR. Ja, den haben wir da drauf standardmäßig. Ich versuche den auch so schnell wie möglich abzufahren, weil er persönlich mir nicht entspricht. Ja? Er ist halt für mich persönlich für die Straße gedacht, dadurch nicht mehr so für Offroad. Also er kann Schotter, das kann er, ein bisschen, aber er ist sehr hubbelig, er springt hin und her, ist ein bisschen Ding. Kaum ist ein bisschen Laub auf der Straße, schon sagt er... Also das wäre nichts für mich. Also ich hoffe, dass Heidenau die Freigaben gibt für die Reifenfreigabe, dass wir einen K60 fahren können, weil der würde mich persönlich da interessieren, weil es halt erstens mal ein Langlaufreifen ist und ich relativ gute Erfahrungen auf der Africa Twin, auf der KTM und auch auf der KLE hatte. Und wenn ich wirklich richtig auf die Fresse hauen möchte, das wird außerdem nächstes Jahr sein, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Ich sag jetzt nichts. Ich kann nur sagen, ich fliege im Dezember nach Spanien. Ja, zum Üben. Nach Andalusien. Malaga. Aber das ist ein anderes Thema. So, das letzte Thema in der ganzen Sache ist die Federgabeln und also die Federgabel und Federelement hinten. Es ist wirklich, wirklich toll. Ja, ich weiß nicht, ist es irgendeine japanische? Ich schau mal rein. In den Kommentaren könnt ihr reinschauen, welche Federgabel es ist, weil es gibt irgendeinen japanischen Hersteller, das habe ich irgendwo gelesen. Ich schreibe es euch rein. Es kommt nicht an der White Power Gabel ran, so wie sie im Endeffekt in der KTM Adventure 99 drin ist. Die S. Und daran kommt sie jetzt nicht ran. Wobei aber die KTM sehr weich war, dauerhaft. Was hier nicht der Fall ist. Bei ihr ist es so, dass wenn ich auf der Straße fahre und habe diese Mikro-Huppel, also dieses bop, dann ist die relativ hart. Also sie ist sehr straff ausgelegt. Also das Federwerk, so wie es ist, standardmäßig ist sehr straff. Aber wenn tiefe Mulden kommen, also wenn wirklich richtig schon so, ja, dann wird die ganz weich. Da wird die ganz soft. Für mich persönlich war das auch ein bisschen noch zu straff. Ich wollte es noch ein bisschen weicher haben. Und deswegen bin ich mit der Druckstufe zwei Klicks rausgegangen, dass sie noch ein bisschen schneller eintaucht. Ja? Also, dass sie softer beim Druck ist. Ja? Das habe ich vorne nur eingestellt. Hinten habe ich es nicht eingestellt. Da ist sie immer noch so ein bisschen härter. Ich fand das jetzt mit zwei Klicks softer besser. Ansonsten hinten das Heck. Auch wieder eine Sache, wo ich mir sage, da hat jemand mitgedacht, weil er ein Rennfahrer ist. Und zwar, wir haben hier unser Nummernschild. Wir haben unsere Blinker. Wir haben hier vier Schrauben. Wenn ich die vier Schrauben wegmache und hier einfach die Dinger abziehe, kann ich hier einfach einen Sportkennzeichenhalter dran bauen und dann ist die Sache weg. Dann kann ich einfach Offroad fahren, auf irgendeinem Rennen oder was auch immer. Das ist einfach schon vorbereitet. So, wenn ihr noch Fragen habt, ich habe mir jetzt noch hier einen Fahrradhalter hingebaut, der eigentlich für mein Handy ist, aber der hält so top, den tue ich auch noch in die Beschreibungen rein. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es einfach unten in den Kommentaren, ich würde mich freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, wenn ihr wollt. Ihr unterstützt mich damit, dass ich noch mehr Videos mache, vielleicht auch nicht mit der Tenere, sondern auch mit anderen Motorrädern, weil ich hatte gerne vor, ein Tenere 700 Video gegenüber einem anderen KTM und Honda und allem drum und dran zu machen. Das wäre super. Das heißt also, wenn ihr in der Nähe von München wohnen würdet oder Umgebung von München und ihr hättet Bock darauf, mit mir ein Video zu drehen, wo wir im Endeffekt die drei Maschinen parallel austesten, dann meldet euch doch, schreibt mir auf Instagram. Ich würde mich freuen, wenn da irgendwas zusammenkommen würde. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis bald. Fitti, ciao, euer Frankie.